Hier in der Ecke ist nichts. Minotaurus, hör auf. Hey, du läufst schon wieder weg. Natürlich läuft er nochmal weg. Warum hat dieses Vieh Angst vor uns? Pretty fast for a thick slab of beef. Das Ding ist zu hart. Leider. Okay, ich muss wieder runter für einen Normin und eine silberne Kiste. Wo kann ich hier runter? Erstmal kann ich die Tür öffnen und kann ich da runter. Okay, alles gut. Kannst du mal aufhören, hier verschwinden? Thank you. Kasse, kleine Gegner. Wow. Der hat sehr viel Schaden bekommen. Und Mikrio hat jetzt auch so einen übelsten Spell. Ich weiß nicht, ob man den in der letzten Session schon gesehen hat, aber der bringt halt auch einen geilen Spell in der Amortisierung, weswegen der Augenlaser auch ziemlich einfach war. What? Das sah interessant aus. Ich meine, ich könnte immer noch diese komischen Altare machen, wo ich die einzelnen Charaktere spiele. Und Rose Angus-Moves sehen ziemlich nice aus. Keine Ahnung, wie dieses Eisding ist, aber sieht ziemlich nice aus. Oh, das war der falsche Spell. Entschuldigung, das war der richtige Spell. Einmal kurz Plätze. Plätze tauschen. Ich glaube, ich verwechsel die ganze Zeit den Spell. Da. Dass man dann hinter dem Gegner auftaucht. Danke. Ich muss sagen, der Schirm sieht ja mal mega geil aus. Also, so einen schönen Sonnenuntergang unter dem Schirm haben. Heilige Scheiße. Dabei heißt dieses Ding Felsspalt noch was. Ja gut, jetzt kann ich die Tür auch öffnen. Okay. War ja nur ein Fels. In der Brandung. Eigentlich nicht. So. Wehe, hier ist keine vernünftige Kiste. Nein, Rosmarin. Eisenkraut, Mann. Mach doch meine Rate nicht runter. Erst war es der Lavendel. Und das, dann das. So. Okay. Ich kann ja unten wieder die Dinger zerstören, weswegen ich da rankomme. Aber wie komme ich da weiter? Ich muss ja hier hin, aber die Verbindung existiert ja nicht. Oder ist jetzt hier unten auch was fort? Fortgeführtes. Das werden wir hoffentlich bald erfahren. Jetzt mal ohne Scheiß, warum verschwinden wir mal? Also manchmal kann ich es ja verstehen, aber ich verstehe ja legit jedes Mal. Könnte auch eine nice Kombo sein. Man kann ja auch alles so miteinander schön kombinieren. Diese Kombo wollte ich nicht machen. Aber diese. Ja. Kombo-Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Ah, ich hatte nicht genug SK. Komm schon, Großer. Zeit für dich, auch baden zu gehen. In dieser Form irgendein Windelementarangriff für die Dinger. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Jut. Komischerweise ist hier kein Gegner. Oh, ups. Einmal schlagen und nichts anderes. Wer hat sich diese Bauten ausgedacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf einmal... Oh, Moment. Damit mache ich einen Weg frei. Okay. Schon haben wir unsere Antwort. Das war die eine Platte, die ich eben oben versucht habe zu zerstören. So, das ist jetzt aber der Rosmarin.
Danke. By the way, sollte ich die Dinger vielleicht auch mal benutzen. Gut, gut. Wir haben einen Weg. Ich hoffe, keine weiteren werden folgen. Ich meine, diese Tempel, oder der eine Tempel war ja bislang schon recht übersichtlich. Jetzt halt das Spell. Hallo? Nein. Mit welchem Spell habe ich immer die Plätze getauscht? Ich habe doch nur die zwei. Bin ich jetzt... Ah, mit irgendeinem Spell war ich immer hinter den Gegnern. I don't know. Ich krieg so viel Kacksachen, muss ich die ganze Ausrüstung auch bald mal wieder überprüfen. Irgendwie keinen Bock drauf. So, gib mir irgendwas Schönes an Ausrüstung. Das ist keine Ausrüstung. Und eigentlich meinte ich Accessoires. Fatty G. What a name. Ach, Ermüdungsfähigkeit. Ja gut, ne? Ich glaube Wasserermüdung? Ja, war eher Erkrankung, aber hat glaube ich eh keiner. Schöner grüner Fatty G. Ja, Herrscher des Landes, zu dem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Oh, neue Gegner. Neue Schleimer. Alle windanfällig. So, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Habe ich die Purpurschneider. Und die zerfleischende Brise. Okay. Ich meinte jetzt eigentlich von denen hier. Jo, die Zerreißbruch. Permanent nach links. Wow. Wow, wer hat diese Kombo erfunden? Die trifft ja noch nicht mal richtig. Wow. Oder der wurde gerade durch was anderes weggefegt. In die linke Richtung. Nein. Halt legit durch meinen Kick. Warum sollte ich das jemals so kombon wollen? Wow. Das ergibt keinen Sinn. Au. Gut, kann man nichts machen. Muss ich halt daran denken, die Richtung zu ändern. So. Wieder mal Sackgasse als erstes. Schön zwei normale Kisten mit wahrscheinlich Essen. Alter, diese Skorpione, der lebt so. Warum habe ich auf einmal den Dings gekriegt? Ach nee, der ist einfach nur gegangen, weil ich ihn nicht getroffen habe. Ah, war leider der falsche Art. Die falsche Art von Angriff. Mein Gott. Könnt ihr mal aufhören? Könnt ihr mal aufhören? Danke. Saray, how long have you known Dezel? Huh? About as long as you, I guess. You don't sound too sure. Did you just meet him recently? Well, I guess. Kind of recently. I can't stand to watch this, but I'm not sure I want to join in. What? Wir sind mal die ganze Zeit bei Dear Rose. Oh, fuck. Ich sehe gerade, ich habe nur noch 7 Tränke des Lebens. Ich wollte schon irgendwann mal wieder aufstocken. Nie getan. Immer wieder vergessen. Passiert. So, jetzt kann ich hier hoch und die ganze Brücke wieder zum Anfang. Ist da der Altar, der Minotaurus oder ist der hier oben? Ich müsste mal gucken, was ich überhaupt bekommen kann, wenn ich jetzt hier zurückgehe. Außer einen Kampf natürlich. Ich meine, was sollte man sonst bekommen? Dich ignoriere ich mal kurz. Ich habe gar keinen Bock. Sag mir jetzt nicht, ich bin... Oh, Monolith. Ich sehe was. Kann ich jetzt in den Kampf runterfallen? Kann ich? Nein, okay. Ja, kein Grund, mich zu töten.
Alles gut? Alles gut. Alles gut. Wow. Dafür, dass ich eigentlich wie viel Level über den bin, hauen die ganz schön rein. Muss ich schon sagen. Monolith. Weisheiten. Na was? Gruppenfertigkeit Animili. Ach, von diesen Fähigkeiten reden die. Dass man quasi Apod und so weiter war ja gegen Schlangen. Und das, was da stand, war anscheinend fähiger gegen Bestien. Also. Anscheinend. So, wo war nochmal der Wirbelangriff? Da. Ha! Ich mag den, aber der ist auch so close range. Aber es kann Gegner hinter einem echt leicht treffen. Ist das nur so mein Gefühl oder ist die Musik wirklich komisch und etwas laut? Da wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Irgendwo. Glaube ich, dash nur noch damit. Na ja, wobei, das macht dem nicht allzu viel Schaden, obwohl es Windelement hat. Hab leider auch nur ein Feuerelement. Achso. Ja, da war was. Ich weiß, wie ich angreifen wollte. Kamera. Echt, warum gibt es die Kombo, wenn man einfach in eine Richtung dings und irgendwie ihn zur Seite kickt und dann nicht trifft? Das ergibt null Sinn. Oh, warte mal, ich gehe hier runter. Warum dann wahrscheinlich auf der Seite wieder was Freit eher kommt? Warte mal. Dort können wir dann auch wieder hochgehen. Das heißt, wir landen dann da, wo wir im Endeffekt auch waren. Bedeutet, wir verlieren nichts? Wait a second. What? Okay. Wie soll ich das kaputt machen? Habe ich irgendwas verpasst? Okay, anscheinend muss ich zur anderen Seite. Und tschüss. Nicht Arzt. Ausrüstung, Leute. So, edle Weste. Feldspaltweste. Auch wieder viel zu viel. Warum habe ich das noch drin? Wegen dem Angriff, ne? Ei. Krieg ja nur Verteidigung dazu, das Bullshit. Hust. Ja gut, Drachen habe ich auch nicht dabei, aber Edna wird zwar nicht eingesetzt, aber Feuerangriffskraft, das gehört zu dir. Auch wenn ich dadurch eine Kombination verliere, ich kriege mehr Verteidigung. Das bisschen magischen Angriff kann man wohl verzichten. So, jetzt müsste man gucken, was man sonst noch ausrüsten könnte. Pergament ist immer noch die beste Waffe. Aber ich könnte jetzt auch Linde reintun. Auch wenn wir keine Apod-Gegner mehr haben. Ich verliere Artangriff. Okay, nein. Aber Stiefel. Stiefel kann man jetzt wirklich mal ausrüsten. Und aufrüsten. Ich fand hier schon wieder irgendwie magischen Angriff. Das will doch keiner. Verbrennungsfähigkeit. Ich glaube, das sollte man trotzdem mal nehmen. So, wie sieht's eigentlich mit den... Immer noch auf 1. Komm schon. Anscheinend nichts getan. Und die gehen wirklich auf 5, aber man muss 5 halt erst fertig leveln. Das habe ich dann auch noch entdeckt. Beim Offscreen-Leveln. Gut, im Endeffekt muss hier eine Tür irgendwie aufgehen. Das ist
Ist das nicht zufällig dann auch schon der Felsen, der da eben gerade was blockiert hat? Könnte halt sogar schon sein. Falsch. Komm schon, alles kennst du nicht? Du mich auch. Warte mal, eigentlich drücke ich die ganze Zeit zur Seite. Habe ich noch nichts? Hä? Ich mache die ganze Zeit das hier. Warum kommt das hier? Ja, danke. Hä? Warum kam die ganze Zeit der Dash? Mich hat's schon gewundert, der war doch vorne. Die ganze Zeit. Sachen passieren. So, dann lass uns mal runtergehen auf der Seite. Und hoffentlich irgendwie genau den... Wow, muss ich jetzt hier den Felsen zerstören, damit ich auf der anderen Seite den Felsen zerstören kann? Interessant. Mystische Arts. Es gibt einige Methoden, mit denen der Stoßanzeigenverbrauch reduziert werden kann, wenn mystische Arts verwendet werden. Und die Fähigkeit, die ich dafür ausgerüstet habe, habe ich immer noch keine Ahnung, wie die genau funktioniert. Das mit der Trefferanzahl habe ich ja sowieso nicht. Jetzt muss ich wirklich hier hin, um das zu zerstören, damit ich zur anderen Seite hingehen kann und... Ach nee. Darf ich jetzt hin und her? Ist das deren Ernst? Ah, wie ätzend. Natürlich habe ich mich erst für links entschieden. Was ist der falsche? Ja, ein Felsen noch, dann kann ich durch. Na, was der falsche Weg war. Um dann nochmal nach rechts zu kommen, damit ich wieder links lande. Supi. Aber warum ist da drüber noch was? Was ist das für ein Felsen? Ach, das ist das von da oben. Die Tür. Okay. Sah nur irgendwie auch aus, als ob man es vernichten könnte. Idiot. So wie es aussieht, befinden wir uns jetzt auf der Zielgeraden, den Minotaurus zu besiegen. Die Angst des Minotaurus. Wovor hat er Angst? Ich meine, guck dir Edna an. Du willst sie umarmen. Man kann doch keine Angst vor dir haben. Es sah terrifying, aber ich habe nie einen Hellion so timid. Das ist zu erwarten. Der Minotaurus ist eine Manifestation der kollektiven Emotionen von denen, die tortured und abused wurden. Das erklärt für die Anger, die es in allen Situationen zeigt. So, like, it rages at people to avoid the feeling of being raged at? A case of misplaced anger, huh? Wouldn't kill it to do a little reflection. Passiert. Warum lande ich immer beim letzten Speicherpunkt, obwohl ich da nicht war am Ende? Wie auch immer. Ab zum Minotaurus. Vorher. Einmal essen wäre nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was der Minotaurus macht. Aber Artangriff gönnen wir uns, oder? So, warte, ich wollte gucken. Ich habe 1826 HP. Ich möchte nämlich gleich mal gucken, falls ich das überhaupt merke, wie viel man danach hat. Kommt mir irgendwo bekannt vor, diese vier Stellen. Wait a second. Wo ist der verkackte Minotaurus? Wait! Hallo? Excuse me? Minotaurus? Hallo Seraph da am Ende. Ich würde gerne Prüfung machen. Wohin ist der Minotaurus bitte verschwunden? What? So, ich habe mir jetzt einen Weg hier gemacht. Ich war überall. Einmal. Hallo? Sehen wir den Minotaurus vielleicht noch mal irgendwo?
Nicht, dass ich ihn noch irgendwo hätte triggern müssen und es. Oh, ich hätte sonst noch eine Idee, wo ich hin könnte. Vielleicht doch nochmal auf die rechte Seite. Ja, aber. Wo könnte ich jetzt noch hin? Ich war da, hier war nichts. Da waren Kisten. Jo. Hat sich hier jetzt was geändert? Nope. Alter, dieser Minotaurus ist ja wirklich scheu. Ha? Also ich kann es ja verstehen, so, beim letzten Mal musste man da ja 4 Tafeln berühren, aber da ist ja direkt ein Kampf getriggert. Ich sehe hier 0. Kein Stern. Nee, da bin ich gekommen. Das ist nur ein Punkt, kein Stern. Läutere den Minotaurus. Ist ein Stern. Sehe ich ihn irgendwo auf der Karte? Nein. Sag mir jetzt nicht, ich habe das Spiel irgendwie verbuggt, ohne zu wissen wie. Ach nee, das war kein Monster, was mir gefolgt ist. Das war Rose Frisur. Ich wünschte, Ben wäre jetzt gerade hier. Der könnte mir sagen, ob ich hier richtig bin oder nicht. Oder ob ich was vergessen habe. Komm. Ja, ich würde den Bullen gerne jagen und eine verpassen, aber hier ist doch nichts. Wo muss ich hin? Ich habe mir meinen Weg bis hierhin gekämpft. Und am Ende nichts. Jetzt ist nur die Sache, wenn ich da jetzt nicht runterspringe, gehe ich schon wieder umsonst diesen Weg. Also wenn ich da nicht runterspringen kann. Aber hallo? Was macht der da? Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss ihn in diese Ecke treiben. Ah, ich kann springen. Ein Glück.